Jut, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind wieder mal bei Spore. Na, was heißt wieder mal eigentlich? Immer bei Spore, wir sind immer bei Spore. So, wo sind unsere... Da war noch was. Da war noch was. Aber... Wir haben unser Einzugsgebiet erweitert und ja, du hast diese Wirtschaftsstadt mit militärischen Mitteln erobert. Wirtschaftsstädte können Handelsrouten einrichten, um deine Beziehung zu pflegen und schließen andere Städte zu kaufen. Wähle das Spezialgebiet dieser Stadt. Ja, wir wissen es doch. Wir wissen es doch. Wir sind militärisch. Militärisch. Gut. Und ja, hier steht natürlich wieder ein Haufen Nix. Und ich würde gerne einen Wartungsbogen wählen, bearbeiten. Wählen. Nee. Ich möchte gerne einen Rathaus bauen. Habe ich nicht genug Geld? Doch, habe ich doch. Ah. Hallo? Achso. Clever. Clever. So. Wir basteln uns ein Haus hin, wir basteln uns ein Dings hin, wir basteln uns ein Dings hin und wir hauen uns hier oben noch ein Geschütz um. Und es ist schön, dass wir sowas alles in der zweiten Stadt machen und nicht in der ersten. Gut, die Gebäude. Häuser. Ja, sehr schön. Ding, 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 ding. Wir hatten irgendwo hier, war noch was gelbe, die Wesenheit gesehen. Das ist unsere Hauptstadt, die wir generell noch machen müssen. Ach nee, das ist unser Hauptstadt. Und die Elbe ist denn hier drüben. Und die haben uns hier aber... Ja. Stadt erobern. Wir erobern uns diese Stadt und holen uns natürlich dann auch alle Rüstung. Habt ihr sie gesehen? Sieh mal da drin. Epische Wikinger-Kreatur. Wieso? Was? Was ist denn los? Ah, die kriegen wir platt. Wir haben hier noch... Knete in der Hinsicht, wo ist unsere Stadt da? So, wir hauen uns noch ein paar Autos drin. So, gehen dann hier einmal auf Stadt erobern. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, dass mir hier gerade OBS in der Tonspur abgeschmiert ist. Super! Ja, was ist passiert? Keine Ahnung, ich kann nicht mal wirklich sagen. Auf jeden Fall ist mir OBS abgeschmiert und ja, nun versuchen wir hier mal ein bisschen rauszukriegen, was wir hier denn im Endeffekt alles gemacht haben. Ich hoffe, jetzt ist diese scheiß Zwischensequenz nicht. Jedenfalls, ja, wir haben hier versucht, weiterhin eben, ja, eigentlich alles zu übernehmen. Hab da versucht, wohl ein Gebäude hinzusetzen, was nicht ging. Ich glaube, das ging nicht, weil nicht genug Einwohner da waren. Ich musste, glaube ich, erst ein paar Häuser bauen wieder. Und dann konnte ich dann irgendwann eigentlich auch das Ding bauen, wenn ich, ja, jetzt ging es. Und da ist mir auch noch nicht aufgefallen, dass ich das Ding noch ja keine Farbe gegeben habe. Das war natürlich sehr clever. Das Teil hat einfach noch keine Farbe. Das war einfach blanko und naja, was soll's. Passiert eben. So, auf jeden Fall habe ich versucht, glaube ich, da so viele Häuser und so auch zu bauen und bla, dass ich ja eben einfach die Truppenstärke habe. Die Truppenstärke, um hier jetzt, wie man sieht, da greifen wir schon fleißig an. Ja, und ist natürlich für uns ein Klacks, das Ding zu übernehmen. Also, ja, wir sind eigentlich, in der Hinsicht muss man sagen, sind wir wirklich overpowered schon. Haben ein super Waffensystem, unsere Viecher sind super kampfstark und von daher kann uns da eigentlich nicht wirklich viel passieren. Mein Gott, nee. Aber so kann es eben öfter mal kommen, ne? Ja, wir haben da immer mehr Autos hingeschickt. Habe ich da schon Schiffe gebaut? Ihr habt ihr, glaube ich, nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da schon Schiffe gebaut habe. Auf jeden Fall sind wir gerade dabei, das zu übernehmen. Vieles fehlt nicht mehr. Es sind nur noch ein paar Sekunden. Und ich sehe gerade, der Typ da oben in der Ecke sieht auch ziemlich langweilig aus. Ja, und da haben wir es. Mal wieder haben wir eine Stadt erobert. Und ja... So wird es, glaube ich, auch immer weitergehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob wir das auch alles schaffen. Also ich denke schon, dass wir das hinkriegen bis in eine Weltraumphase. Ja, leider ist es jetzt bei mir so klein, ich kann das nicht lesen. Ich würde es gerade gerne vorlesen, aber ich kann das nicht.
Ich hätte natürlich auch die Originalspur lassen können, aber die besteht aus einem kräftigen Rauschen. Super. Das ist so wie damals in DDR-Zeiten der Schnee. Wenn dann das Programm beendet war, kam nur noch Schnee. Und ja, dieses Rauschen war ziemlich heftig auf die Ohren. Stimmt, da habe ich dann überlegt, ob ich den mal angreifen soll. Habe ich das gemacht? Ja, wir haben den angegriffen. Wir haben ihn angegriffen. Und ich glaube, wir haben auch Haushus gewonnen. Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Ein paar Autos, glaube ich, hat er uns kaputt gehauen. Also der war doch schon ziemlich kampfstark. Also so ist es nicht. Der hat schon ganz schön drin gehauen. Und ich glaube, ich habe zwischenzeitlich nachher dann doch sicherheitshalber noch mal ein paar nachgerüstet, ein paar Autos. Da, ja, da, der war mir doch ziemlich heftig. Der hat eigentlich mit einem Angriff, sag ich mal, ziemlich da, siehst du, und da zack, uah. Da wird mir dann die Sache doch so heiß, aber auf jeden Fall haben wir einen Down gekriegt. Wir haben ihn, viel hat er ja nicht mehr. Wir haben die Hälfte jetzt schon mit einer kleineren Anzahl an Autos gemacht und jetzt haben wir natürlich wieder voll auf die Kacke gehauen und mussten übertreiben, weil wir haben ja das Geld auch. Wir haben in der Hinsicht alles hier gesichert. So gut wie geht, erstmal zumindest auf unserem Kontinent, haben wir fast alle Ressourcen, sag ich mal, für uns. Und da ist er Down, da haben wir die geschafft und dann holen wir uns natürlich auch gleich das nächste Gewürzquelle. Um mit dieser Gewürzquelle natürlich wieder mehr Geld zu verdienen, um dadurch dann wieder noch mehr Sachen zu bekommen. Ja, gut, ich glaube, das dürfte auch nicht zu lange dauern, aufgrund der Masse an Fahrzeugen, die wir da haben. So, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir uns gleich wieder die nächste. Also geldtechnisch sieht bei uns richtig gut aus. Und eigentlich macht uns da keiner mehr was vor. Jetzt wird, glaube ich, aber die Schwierigkeit, wir haben auf unseren Kontinenten haben wir jetzt alles erobert und jetzt haben wir die Schwierigkeit, wir können, uns fehlt eine Stadt. Genau, so war das, glaube ich. Uns fehlte eine einzige Stadt, um Flugzeuge bauen zu können. So, nun ist natürlich das Problem, wie kommen wir an die Flugzeuge ran? Ne? Oder beziehungsweise an die Stadt. Wir haben unseren Kontinenten komplett für uns erobert, können jetzt nichts mehr großartig machen. Da haben wir jetzt natürlich das Problem, Mist. Uns fehlte da jetzt genau, jetzt habe ich es mitgekriegt, da fehlt uns genau die eine Stadt und ich überlege natürlich, wie kriegen wir die jetzt? Wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir können leider nicht. Nein, versuch es nicht. Ja, und ich glaube, es stand auch, dass uns da eben diese eine Stadt fehlt. Aber es gibt immer Mittel und Wege. Es gibt immer Mittel und Wege. Mit Autos kommen wir natürlich nicht über das Wasser. Aber, ja, ganz genau, Junge. Du hast da eine Stadt am Wasser. Du hast doch da eine Stadt am Wasser, Mensch. Nimm doch die Stadt am Wasser. Und da drüben ist auch unsere. Wartet, nee, war nicht, oder? Wartet, nee, war nicht unsere. Ich glaube, das war eine pinke Stadt gewesen. Und die wollte ich mir denn, glaube ich, erobern. So, wir haben, glaube ich, schon ein Schiff gehabt, oder? Weiß ich nicht. Bin mir jetzt gerade da nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Doch, wir hatten schon Schiffe. Schiffe hatten wir schon. So, dann geht natürlich gleich los hier erstmal. Zack, 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 zack. Ein paar Schiffe gebaut. Das meist, ja, mehr ging nicht. Hat uns da echt das Geld gefehlt? Oder die, ich glaube, da haben uns wirklich nur die Leute gefehlt. Aber, naja, was soll's. Wir haben ja schon ein Schiff eigentlich auf Gewürzreise geschickt. Genau. Da haben uns die Gebäude gefehlt. Und hier hauen wir dann einfach noch ein paar Gebäude hin. Damit wir eben, ja, noch mehr bauen können. Wir geben hier, ja. Und wir verdienen natürlich Kohle ohne Ende. So, und immer drauf, genau. Und noch eins, da geht doch bestimmt irgendwo noch eins. Aber eigentlich eine Fabrik könnte man auch mal bauen oder was zur Belustigung. So, und da war das Geld alle. Aber ist egal. Es geht ja eigentlich ruckzuck wieder drin. Also, das wird nicht lange dauern. Und dann haben wir das Geld wieder drin. Ja, genau. Du bist schlau. Du gibst erstmal alles aus und versuchst dann natürlich gleich wieder weiterzukaufen. Du bist so schlau, Junge. Wirklich. Aber egal, wir haben jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Schiffe dürften wir haben. Ich glaube, das sind 4. Ja, 4 Schiffe. 4 Schiffe haben wir jetzt. Und damit werden wir natürlich, zack, Angriff. Und hoffen wir mal, ich hoffe natürlich, dass wir das auch packen, ne? Also, dass wir die Stadt da kriegen. Und wir bauen gleich das nächste hinterher, genau. Und immer drauf, immer jib ihm. Immer jib ihm. Je mehr, umso schneller geht's natürlich. Das ist immer unser Denken. Und als kriegerisches Volk, ja. Da steht uns einfach das Recht auf Luftfahrt zu. Das steht uns einfach zu und das erobern wir uns natürlich, erobern wir uns das auch. So, da kommen schon die nächsten Fahrzeuge wieder. Was wollte ich mit denen eigentlich machen? Ach stimmt, ich habe, glaube ich, irgendwann, ich glaube, ist das in dieser Folge oder so, ich weiß nicht, in irgendeiner Folge habe ich auch überlegt, wie man Fahrzeuge wieder abwählen kann. Ich habe jetzt später dann irgendwann rausgekriegt. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, wie es ging. Gut, da haben wir gleich nochmal ein paar Schiffe hinterher gemacht. Wir wollen ja so schnell wie möglich vorwärts kommen. Immerhin wollen wir endlich in eine Weltraumphase eintreten. Und so viele ist es ja nicht mehr. Da sind nur noch ein paar Städte, die wir erobern müssen.
Unten der Balken zeigt uns ja auch an, dass wir es so gut wie geschafft haben eigentlich. Also ein bisschen, ja, ein Viertel haben wir schon davon. Und das möchten wir uns natürlich sichern. Natürlich möchten wir uns das sichern. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, ob wir das schaffen. Ich bin sehr gespannt. Der Junge ist ja schön hibbelig. Das ist ja mal richtig hin. Junge, Junge. Wenn man das so sieht. Gut. Okay, wir greifen es an und da sieht man schon den Balken. Wir erobern die Stadt eigentlich jetzt schon und das, ja, mit so ein paar Schiffchen. Wird natürlich einen kleinen Moment länger dauern, aber immerhin schaffen wir das trotzdem. Also ich denke, wir werden das hinkriegen. Und ich möchte meinen, ich schwenke auch gleich mal kurz weg, weil ich mir einfach nicht sicher bin. Was macht denn er da? Warte mal, ey Junge, guck auf den Bildschirm, da passiert gerade was Spannendes. Na, hier doch. Kickt er einfach nach unten, als wenn er pennt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, wir erobern die Stadt langsam für uns und von, oh, und auf einmal, oh, Kerze, auf einmal so schnell. Ach, da kam von hinten noch das andere Schiff. Und da ist es unsere Stadt. Da haben wir sie geknackt gekriegt und somit natürlich auch das Anrecht auf Flugwaffe oder Luftwaffe, sagen wir mal so. Gut, das müsste eigentlich auch eine kriegerische Städtchen gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass das kriegerisch war. Auf jeden Fall, ihr hörtet jetzt uns und darüber sind wir froh, weil wir können jetzt endlich Luftwaffe machen. Juhu. So, das heißt natürlich auch für uns, das war jetzt eine ganze Ecke. Ja. Erstmal Flugzeugbau gucken. Ja, das wird jetzt natürlich auch wieder eine kleine... einen kleinen Moment dauern, wir müssen uns da unser eigenes Flugzeug zusammenzimmern, aber Gott sei Dank haben wir ja vorher schon alle anderen Gebäude gebaut und auch alle, ja, Fahrzeuge, die es so erstmal gibt. Da bin ich natürlich sehr dankbar für, sodass wir jetzt eigentlich das Spiel relativ schnell, ja, auf der Reihe kriegen. Also das sollte relativ flott von dann gehen. Und ich muss, glaube ich, sagen, jetzt habe ich es auch mitgekriegt, ich übergebe jetzt wieder an mein normales Ich, was da auch gespielt hat. 1-2-1-2, Test, hallo. Oder ist es das hier? Nee, das ist es nicht. Hä? Was ist denn mit meinem Mikro los? So, kurz Kraft machen. Im Moment. Hä? Was war denn mit meinem Mikro los? Ich hoffe, die... Hey, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was los ist. Entschuldigung. Ich weiß vor Zeit nicht, was wirklich mit OBS los ist. Irgendwie haut er mir hier immer irgendwas dazwischen. So, gut, ist egal. Komm, wir machen hier weiter. Ja, 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 militärisch, bla bla bla. Und wir können natürlich jetzt... Juhu! Fahrzeuge. Flugzeuge. Wir bauen Flugzeuge. Und zwar würde ich gerne, entweder den Körper oder den Körper. Der Körper wäre natürlich auch ziemlich genial. Erstmal gucken, wie weit er geht. Nee, das ist hässlich. Das, eigentlich wäre das schon ganz cool so und so. Das ist ein bisschen spitzer. Was ist hiermit? Das können wir auch noch ein bisschen länger ziehen. Sehr schön. Wobei der eigentlich auch ganz geil aussieht. Warte mal, kleinen Moment. Den weg. Wir nehmen mal den. Der sieht eigentlich ganz geil aus. Breiter? Nee, breiter nicht. Eher schmaler. Schmaler ist schon ganz cool. Das auch. Nee, das nicht. Nee, das ist doof. Bisschen höher, oder? Na gut, ich weiß noch nicht, was für ein Körper kommt. Das ist das Problem. Wir wissen ja noch, was machen wir. Na. Entschuldigung. Und zwar würde ich gerne. Nehmen wir den. Ja, das ist jetzt nämlich das Blöde. Warte mal. Wir müssen hier alle nochmal komplett weghauen. Wir müssen alles nochmal überdenken. Eigentlich wäre es erstmal cleverer, den Körper zu wählen. Und als Körper hätte ich natürlich gerne das Ding. Nur länger. Die Länge wäre schon ganz cool. Vielleicht eventuell. Ja, ein bisschen flacher ist okay. So, das Ding als Oberteil. Als Dingenskirchen. So, jetzt ist die Frage. Passt das Teil dazu? Passt natürlich dann wiederum nicht. Selbst wenn wir den jetzt verlängern, sagen wir mal, wir setzen den, machen den hier wirklich flach. Machen hier die Schnauze ein bisschen länger und hier machen wir, den ein bisschen länger. Dann passt der ja immer noch nicht so wirklich hier mit, nein, es sei denn, wir machen den so, mal gucken, von unten nirgendwo durchscheinen. Da scheinen wir wieder durch. So. So könnte das halbwegs funktionieren.
So, dann brauchen wir Flügels. Und als Flügel, weiß ich noch nicht. Nehmen wir die. Was haben wir denn hier? Was ist denn überhaupt alles? Das ist hässlich. Hässlich. Die Dinger fetzen natürlich schon. Hallo. Nehmen wir die jetzt. So. Müssen wir die erstmal richtig positionieren. Wenn wir die jetzt, sag ich mal, hier so dran batschen. Wobei die ja wirklich so aussehen, als wenn die da eben echt, ne? Wenn die nur dafür gemacht wurden. So. So, denn ein bisschen eben länger. Vielleicht ein bisschen. Ach, guck mal. Dann machen wir die doch eher so. Und so. Oder was? Das hat doch was. Tempo. Was haben wir? Siehst du, gar nicht drauf geachtet. Tempo. Das hat Tempo und Gesundheit, das Teil. Die könnten wir jetzt in der Hinsicht ja. So. So, wa? Das würde doch. Das hätte doch. Na. Weil so ein bisschen geschwungen wäre schon ganz cool. Nee, zu weit oben nicht. So, genau. Ein Stück weiter hinten. So. Und dann eventuell ein bisschen. Gebogen. Nur ein bisschen. So. Das hat doch was. Das ist. Das gefällt mir. Gut, dann haben wir Tempo, Gesundheit und wie auch immer. Jetzt geht erstmal eine Waffe. So, Entschuldigung, mal kurz husten. Die Waffen. Ja, das wird jetzt interessant. Wie war die hier? Ranzimmern. Dass das auch noch halbwegs gut aussieht. Wenn wir die jetzt von unten. Das ist alles irgendwie so. Könnt ihr jetzt sagen, so. Die nach oben ziehen. Ob sie erstmal nach oben ziehen? So. Hallo, wo ist denn der Ball? Da ist der Ball. So doch nicht. Hallo. Ach, das ist. Ja. Genauso wollte ich es haben. Hallo. Weg. Nochmal. So. Sagen wir mal, wir zimmern die jetzt. Könnten sie eigentlich auch wirklich so ranzimmern? Nur auf den Ball achten, immer auf den Ball achten. Dass wir sagen, das machen wir so. Nicht ganz so weit nach oben. Natürlich ein bisschen weiter runter. So. Es wäre natürlich schön, wenn man die jetzt noch drehen könnte. Beziehungsweise vielleicht ein bisschen weiter nach hinten. So. Mehr zusammen. So. Wie sieht das aus? Geht. Würde ich sagen, geht. Kann man gelten lassen, kann man machen. Gut, jetzt brauchen wir das Gerät noch. Und das Gerät. Müssten wir dann natürlich auch mal wieder drehen. Wobei das eigentlich schon. Ja, doch. Noch ein bisschen angepasster. Sag mal, das sind mehr, ne? Vielleicht zusammen noch ein Stücke. So. Könnte man das so. Vielleicht ein bisschen länger. So. Wie sieht das aus? Sehr übertrieben. Auf jeden Fall sehr übertrieben. Aber eigentlich passt das schon so. Ist schon okay. Eigentlich könnte man das echt so lassen. Ju, dann haben wir noch den Tritonstrahl. Ja, da müssen wir natürlich auch überlegen, wo setzen wir den hin? Könnte man ja hier denn so. Hallo? So. Denn wo ist denn. Ist hier kein. Doch, da. Boah, das ist ja immerhin der Ball genau mitten da drin. Da ist er. So, sagen den machen wir denn so. Und natürlich. Mal kicken. Ja, ein bisschen länger. Alter, ist das doof gesetzt hier. Aber geht schon so. Eigentlich können wir das ja schon fast so lassen. Das sieht nachher keiner mehr. Ist schon so okay. Wir können jetzt sowieso erstmal nicht weitermachen. Hier haben wir noch der Verätzer. Den könnte man hier noch. Oder hier so. Irgendwie. Keine Ahnung. Hier so.
Mal kicken, wie sieht denn der aus, wenn er länger gezogen ist? So, und eine Runde. Wow. Bin Stücke zurück. So, also mehr dazwischen sitzt. So. Und ein bisschen gerade, so dass er eben ein bisschen so drüber sitzt. Man kann nicht wirklich mehr rausgucken, aber er sitzt eben noch sehr schön da drüber. Gut, was haben wir hier noch? Wir können den Duo Blaster können wir noch mit drin hauen. Den würde ich, wenn dann so, ja, hier oben noch mit drauf klatschen. Und zwar wirklich als einfache Ding. Länger gezogen, sieht er ziemlich beschissen aus. Vor allem, wenn er eben jetzt direkt da drüber hängt. Aber wir haben auf jeden Fall ein Kriegsschiff, das den Namen verdient hat. Huch. Das nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Ein Stück drehen noch vielleicht. Dann setzen wir den noch ein bisschen. Halt, halt. So. Dass er ein bisschen mehr gerade hängt. Setzen den noch ein Stück runter. So. Und dann haben wir eigentlich hier. Ja. Wahnsinn. Sehr schön. Cockpits brauchen wir nicht mehr. Jetzt können wir hier noch ein bisschen was für Gesundheit und Tempo oder so tun. Hier haben wir noch was für ein Tempo. Das sieht eigentlich auch nicht... Wow, na hallo, Kollege. Warum habe ich dich jetzt erst gefunden? So, auf jeden Fall länger. So, da kommen zwei davon dahin. Vielleicht ein bisschen... So. Wir können noch mehr bauen, natürlich. So, die setzen wir allerdings ein kleines Stück weiter nach vorne. Und wir können noch einen bauen. Na, aber, und den... ja. Den sollten wir vielleicht mal eine Runde... so. Der kommt noch weiter nach vorne. So, sehr schön. Dann können wir oben drauf... Wir können noch mehr, Alter. Wir haben so viel Kohle. Das ist geil. Es ist geil. Was haben wir hier? Zweimal Speed, der bringt uns... Ja, eigentlich ist es scheiße. Ja, was wir hier nehmen, ist bloß die Optik. Aber ich finde, die Dinger eigentlich passen sehr gut hier zu dem Teil. So, können wir die noch... Na gut, die sind ein bisschen sehr lang, denn... Ein bisschen kürzer können sie sein. So, und vielleicht eventuell sogar noch ein bisschen kleiner. Dass wir die wirklich sagen, die sind ein bisschen... Ach, kick mal. Oh, wie süß. Dann können die so ja vielleicht wieder ein bisschen länger. So. Und wir können noch mehr. Ey, wir haben... Boah, Wahnsinn. Das Ding wird... Das wird Amok, das Teil. Ich freue mich schon darauf, unser Raumschiff zu bauen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ein bisschen länger können die noch. Das Ding wird so schnell sein. Das wird so schnell sein. Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht, die Gegner. So, das machen wir da ein bisschen kleiner. Vorerst. So. Dann hauen wir das hier so. Machen das wieder ein bisschen länger. Ein Stücke zurück können wir noch. So, so. Wir können. Können wir noch eins? Ne, können wir nicht. Ne, gut, wir haben zwar noch ein bisschen Kohle, können aber eben in der Hinsicht. Haben wir hier Gesundheit. Das Ding brachte uns nur Geschwindigkeit. Haben wir noch irgendwas allgemein für Gesundheit? Tempo, Tempo, Tempo. Tempo, 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 Taschentuch. Und hier haben wir noch was für die Gesundheit. Wenn wir die Dinger, könnten wir eigentlich so. Und vielleicht noch ein bisschen. Schräger. So, so, so. Jetzt muss ich mal kicken. Wie war denn das jetzt? Länger? Ja, gut, okay. Ne, wenn denn eher so, so, wa? Und dann halt wieder ein bisschen runter. Und dann sehen die eigentlich schon ganz praktikabel aus. Alter, ist das ein Bomber, Alter? Ist das ein Bomber? Wahnsinn. Geil. Ich mag's jetzt schon. Und die Folge ist auch schon wieder fast zu Ende. Mein Gott, wir verbringen so viel Zeit mit Bauen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist, ja. Hier können wir auch noch so ein Ding ransetzen. Und die machen wir wirklich auch bloß kleiner, größer. Könnten wir eigentlich ein bisschen größer machen. Ist natürlich doof, dass sie jetzt... Huch. Nee, so nicht. Nee, so nicht. Halt. Die machen wir komplett so. Ist natürlich ein bisschen blöde. Das sind jetzt alle so. Oh, diese Scheißfliege hier ist. Alter, hier fliegt eine Fliege rum. Die nervt mich um die Kram. So. Vielleicht noch ein kleines Stück kleiner. So. Dann hier noch ein Stück rüber.
Ich sag mal, das Fahrzeuge bauen, das macht mir Spaß, das finde ich gut. Das Gebäude bauen, das fand ich ein bisschen nervig, muss ich ehrlich sagen. Also das war so... Ach, kick mal. Was passiert, wenn ich den hier... Ach, kick mal. Hat eigentlich auch was für sich, muss ich ehrlich sagen. Wir haben immer noch 900. Wir haben immer noch 900. Ich weiß schon ja nicht mehr, was ich noch bauen soll, muss ich ehrlich sagen. Was haben wir hier noch? Hier haben wir ja auch noch ein paar Teile, siehst du? Raumzeitgrill. So ein Ding nicht unbedingt, das muss nicht sein. Was haben wir hier noch? Wir können ja davon eben auch mal was... Ja, Lampen, nee. Bei den Raumzeitgrill zum Beispiel, den könnte man ja... Weiß ich nicht, hier so irgendwie... Hallo? Und sagt man... Hallo? Man setzt ihn da so... Wo ist denn jetzt der Knubbel? Ja gut, aber man hat nichts davon. Das ist doof. Das kann in der Hinsicht Blödsinn. Könnt ihr jetzt oben drauf noch das Teil hier setzen, dass man sagt, so okay, gut, hier noch in der Mitte das Ding. Eigentlich hässlich. Eigentlich ist das Ding total grottenhässlich. Was ist das hier? Gestanzte Platte. Ah, ich weiß ohne, keine Ahnung. Ein bisschen groß. Das Teil hier. Ist genauso hässlich. Eigentlich absolut sinnfrei. Absolut sinnfrei. Nee, sieht doof aus. Gefällt mir nicht. Muss ich ehrlich sagen. Es gibt Sachen, die... Oh, aber ich sehe gerade... Wir haben hier noch eine zweite Seite. Aber eben... Ja. Ja. Nix bei, was mir zusagen würde. Was haben wir hier noch? Wir haben immer noch diese Flügel hier. Und die Flügel haben wir auch noch hier. Aber eigentlich finde ich, ist der Gleiter schon so. Der ist schon amok so. Ich denke, den Rest sparen wir uns. Ist schon okay so. Der kriegt jetzt noch seinen Anstrich. Den klassischen, den wir ja die Zeit immer hatten. Und das sieht schon sehr krass aus. Also das ist schon sehr krass. Ganz ehrlich, das Ding ist... Das ist eine einzige Kriegswaffe. So, und wie... Ja, weiß ich nicht. So, ich würde sagen, wir machen das so, wa? Der Gleiter. Zack. So, und jetzt haben wir schon wieder fast eine ganze Folge damit zugebracht, hier irgendwelche Fahrzeuge zu bauen, aber... Immerhin haben wir sie gebraucht. Für 3000 können wir uns welche kaufen und wir basteln natürlich, basteln wir uns gleich welche. Und mit unseren Gleitern. Würde ich sagen... Rannern sah ich... Und mitgeheult. Stadt erobern. Die haben sowieso noch keine Verteidigung, also von daher. Bewege beschädigte Fahrzeuge in deiner Nähe in deine Stadt, um sie zu reparieren. Brauchen wir nicht unbedingt, muss ich ehrlich sagen. Also, wir werden das Ding hier ohne Probleme einnehmen. Ganz ehrlich. Hier müssen wir dann bloß ein paar Fahrzeuge machen, damit wir das Ding entnehmen können und dann... Hat sich das schon gegessen. Eigentlich haben wir hier schon sowieso so gut wie fast alles erobert eigentlich. Muss ich sagen. Städtetechnisch gibt hier nicht wirklich mehr viel. Aber ich sehe gerade, wir haben ja hier auch eine Stadt. Wir können ja hier noch ein paar Fahrzeuge hinstellen. Und die dann eben... Ja. Einfach mal... Warte mal, was ist denn hier? Ist hier auch eine Quelle? Komm, wir greifen erstmal die Quelle an. Und dann können wir hier auch unsere Flugzeuge machen. Also Chance haben die auf keinen Fall. Das Ding hat sich erledigt. Das ist hier Jessen. Das ist vollkommen abgetittet hier. Das Ding erobern wir auch gleich. Das haben wir auch gleich in unserer Hand. Also brauchen wir nicht mal mehr Fahrzeuge. Und eigentlich hätten wir die Flugzeuge nicht mehr gebraucht. Aber die sind eben geil. Die sind gut geworden, doch. Und die Dude, siehst du ja, wir brauchen 3 Stück, um hier überhaupt irgendwas zu reißen. Das nächste sind denn die Orangenen dran. Ne? Hier haben wir noch ein bisschen was Hellblaues. Naja, gut. So, das war's. Das ist unser Gebiet. Die haben keine Chance. So,
Und wir haben die militärische Stadt mit militärischen Mitteln erobert. Wie soll es anders sein? Gut. Ach nee, Wirtschaftsstadt. Naja, ist egal. Ja, die wird natürlich, so wie alle Städte, militärisch. Militär! Gut, hier haben wir auch gleich alles. Ja, hier jetzt alle zu kriegen wird schwierig, so zack. Gendarmebag! Ja, wie auch immer. Da sind unsere Flugzeuge. Achso, Boote können wir ja hier nicht gucken. Komm, dann hauen wir hier mal gleich noch ein paar Flugzeuge drin. So, und als nächstes geht's in die Orangenstadt, die von den Grünen erobert wird. Sehr praktisch. Die haben also schon kaum noch Chancen. Weil die könnten wir dann erstmal die grüne Stadt hier, oder? Wo ist die grüne? Wo ist die grüne? Wo ist die grüne? Da ist die grüne. Da ist die grüne. Nee, da ist nicht die grüne. Hier ist die grüne. So, dann erobern wir die erstmal. Die haben gerade nichts da. Weil natürlich auch praktisch gewesen wäre, wirklich erstmal die andere zu machen, aber ist egal. Komm, was soll's. Oh, guck mal, die haben auch schon Militär. Aber das Ding hat keine Chance, ganz ehrlich. Dafür haben wir einfach zu gute Waffen und alles. Wir sind, wie gesagt, wir sind ready. Siehst du, zack. Jede Nation mit mehreren Städten erscheint in deinen Kommunikationsblablablablabla. Ist mir egal. Ja, die haben jetzt zwei Städte. Ui. So, die Blauen haben auch gleich zwei Städte. Die Nation ist zu groß. Du hast uns angegriffen. Bla bla bla. Ja, ja. Komm. Wir haben gleich. Von daher. Könnten jetzt genauso gut auch schon gegen die Blauen hier einen Schlag führen. Ganz ehrlich, Kohle haben wir mehr als genug, um hier alle. Hallo? Höhe beschädigte Fahrzeuge. Ja, ja. Wie sieht hier aus? Haben wir hier vielleicht ein paar? Wieso kann ich... Ach so, mir fehlen die Häuser wieder, wa? Mir fehlen wieder die Häuser, um Fahrzeuge zu bauen. Denke ich mal, gehe ich von aus. So, zack. Zack. So. Und dann können wir hier auch noch ein Haus bauen. So, und vielleicht ein Unterhaltungsgebäude. Hier? Nö. Gut, ist aber ja. So, können wir jetzt... Flugzeuge. Ding, 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 ding. So. Und dann greifen wir mal die hier gleich noch mit an. Zack, Stadt erobern. Hier sind wir auch gerade dabei. Ja. Ist natürlich sehr schlau gewesen jetzt gerade. Mal die Blauen natürlich auch gleich hier rüber fliegen. Na gut, dann greifen wir erstmal die an. Ist egal, was soll. Komm, was soll's. Die hauen wir jetzt hier runter und dann haben wir die Blauen wenigstens erstmal weg. Ich sehe gerade, hier ist auch noch eine Quelle irgendwo gewesen. Na, kommt, erobert mal die Quelle hier zu Ende. Möchte gerne alles unter meiner Kontrolle haben. Wie viele Flugzeuge und alles. Allein meinen wir haben hier. Ding, 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 ding. Da kommt ein Boot. Da kommt ein Boot. Da ist ein Boot. Ein grünes Boot. Und ein Flugzeug. Hallo? Deine Stadt wird angegriffen. Verteidige sie. Ja, wir verteidigen. Bauen. Wir haben ja noch. So. Mit dem Flugzeug hier, weißt du? Also ganz ehrlich, das ist ja. Für mich ist das. Ja. Viel Spaß. Ding, 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 ding. Kick mal wieder hier. Brrr, null. Und das war's. Hätten sie auch schenken können, ganz ehrlich. Also das. Oh, das die Piepe geht ihn auf den Sack hier, ganz ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Und wir erobern hier so langsam aber schon die Stadt. Sehr schön. So, haben wir jetzt alle? Ich denke mal. Ich weiß es nicht. Haben wir? Haben wir. So, die haben auf jeden. Und mir juckt die Nase. Und nach dieser feindlichen Übernahme würde ich sagen, haben wir für diese Folge auch mal wieder geschafft.
Es fehlen nur noch zwei, wenn ich richtig gesehen habe, zwei Städte, die wir übernehmen müssen. Müssen nur noch ein paar von, ja, ein paar Quellen einnehmen. Und dann sollten wir das eigentlich so gut wie erledigt haben. Bis zur nächsten Folge, sage ich allerdings. Schön mit Ö, danke fürs Zuschauen und freue mich definitiv auf die neue Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Cortax.